Ja, nicht erst seit ChatGPT ist künstliche Intelligenz in aller Munde. Die Chancen durch den Einsatz sogenannter KI erscheinen vielen gerade grenzenlos. Die Risiken allerdings auch. Das Europaparlament will deshalb Grenzen setzen und hat heute ein Gesetz auf den Weg gebracht, mit dem KI-Anwendungen reglementiert werden sollen und in verschiedene Risikoklassen eingeteilt werden. Je höher das Risiko etwa für Grundrechte oder Gesundheit, desto strenger die Regeln. Und darüber sprechen wollen wir mit Tobias Reckmann in Straßburg. Tobias, das EU-Parlament will also, so kann man sagen, Potenziale nutzen und Gefahren begrenzen. Was genau steht denn drin im Gesetzentwurf? Ja, also der wichtigste Punkt, der so ganz oben steht, das ist das Verbot von biometrischer Massenüberwachung. Das muss man sich so vorstellen. Es gibt ja heutzutage im öffentlichen Raum überall Videokameras. Gerade in großen Städten gibt es zum Teil Hunderttausende dieser Kameras. Und theoretisch und auch ganz praktisch tatsächlich kann man eben mit Systemen der künstlichen Intelligenz solche Videodaten auch in Echtzeit auswerten. Das findet zum Beispiel in China statt, wenn man dort beispielsweise in der Öffentlichkeit seinen Müll falsch entsorgt oder sich nicht an Verkehrsregeln hält, dann wird man eben aufgrund der biometrischen Gesichtserkennung erkannt, registriert und auch gegebenenfalls bestraft. Und das ist eben so ein Horrorszenario, was die Parlamentarier für Europa zumindest mal verbieten wollten. Aber gerade um diese biometrische Echtzeitüberwachung gab es ja im Vorfeld eine Menge Streit. Die konservative EVP zum Beispiel wollte das Verbot, das ursprünglich geplant war, abschwächen. Warum denn? Ja, die EVP hatte da die Strafverfolgungsbehörden im Blick und stand auf dem Standpunkt zu sagen, lasst uns denen aber den Zugang nicht verwehren. Zum Beispiel für Fälle von vermissten Kindern oder von Fällen der Terrorabwehr oder eben auch bei anderen ganz schweren Kriminalitätsfällen. Da wollte eben die EVP den Strafverfolgungsbehörden Zugang zu KI-Systemen lassen, also auch zur Echtzeitüberwachung, konnten sich damit aber heute nicht durchsetzen, weil eine Mehrheit der Abgeordneten sagte, wenn wir einmal die Tür aufschlagen zur Echtzeitüberwachung. Das heißt also, dass das Bild, das zum Beispiel auf einem Marktplatz von einer Überwachungskamera aufgenommen wird, in Echtzeit von künstlicher Intelligenz analysiert wird und Gesichter erkannt werden, dann ist das im Grunde so der erste Schritt hin zu einer totalitären Gesellschaft. Und deswegen hat das heute keine Mehrheit gefunden. Aufgezeichnete Videodaten können allerdings auf richterlichen Beschluss auch in Zukunft dann auch von KI-Systemen analysiert werden. Das heißt, die Strafverfolgungsbehörden haben dann nachgelagert Zugriff auf die Daten. Die Echtzeitüberwachung ist nun das eine. Ein anderer wichtiger Aspekt dabei ist die generative KI, also Programme, die zum Beispiel Fotos oder auch Videos selbstständig erstellen können. Ich sag mal ChatGPT und so weiter. Wie geht man denn damit um? Ja, diese Anwendungen, die gelten nicht als Hochrisikosysteme, sollen deswegen nicht verboten werden, sollen aber reguliert werden. Denn in der Tat, mit dieser generativen KI, also mit einer KI, die Inhalte erstellen kann, auf Grundlage von ganz kurzen Befehlen im Grunde alles erstellen kann, also komplett synthetische Fotos, zum Beispiel von Politikern in vielleicht peinlichen oder verfälschenden Situationen, all das ist ja möglich damit. Und das soll reguliert werden, zum Beispiel indem man eine Kennzeichnungspflicht einführt. Das bedeutet, dass eben solche Inhalte, die KI erzeugt sind, Fotos beispielsweise, dann als KI erzeugt erkennbar sein müssen. Es müssen also technische Vorkehrungen getroffen werden, damit man nachvollziehen kann, dass das kein echtes Foto ist. Und warum will man künstliche Intelligenz überhaupt regulieren? Naja, es ist ja zunächst mal eine ganz neue Technologie, die ja im Grunde erst so in diesem Jahr oder in der ersten Jahreshälfte so ihren richtigen Durchbruch hatte. Und es ist eben ein Feld, das bislang überhaupt nicht reguliert ist. Das ist tatsächlich jetzt heute hier die erste gesetzliche Regulierung überhaupt weltweit. Und wenn wir mal eben auf den erstgenannten Fall schauen, also auf das Beispiel der biometrischen Massenüberwachung, dann denkt man vielleicht auf den ersten Blick, naja, das mag vielleicht in China stattfinden, aber wir sind ja hier eine freiheitliche Demokratie. Was soll hier schon passieren? Aber da sagen dann eben auch viele Abgeordnete, naja, wenn man mal genauer hinschaut, wir haben auch in der Europäischen Union Länder, die es mit der Rechtsstaatlichkeit nicht ganz so genau nehmen oder mit der Unabhängigkeit der Justiz. Deswegen ist eben auch nicht ausgeschlossen, dass solche Systeme der Massenüberwachung auch auf Grundlage von biometrischen Mustern nicht möglicherweise auch in der EU irgendwann zum Einsatz gekommen wären. Und deswegen wollte man heute da einen Riegel vorschieben. Und wie sieht man diese ganze Debatte in der Industrie? Also wie sehen das diejenigen, die diese Produkte herstellen?
Ich habe mich gestern länger mit einem Vertreter des deutschen KI-Verbandes unterhalten und da merkt man schon, dass da bei denen der Puls ein bisschen höher geschnellt ist. Deren Standpunkt ist eigentlich relativ klar. Die sagen, naja, wir rennen eigentlich oder laufen eigentlich ohnehin schon den großen amerikanischen Mitbewerbern hinterher, die ihre KI-Modelle völlig unreguliert trainieren konnten, also ohne irgendwelche gesetzlichen Auflagen. Und wir, die wir sozusagen ohnehin schon hinten dran sind, müssen jetzt unsere Arbeit mit einer starken Regulierung durchführen. Und darin sieht man dann eben einen starken Wettbewerbsnachteil für den KI-Standort hier in Europa. Informationen von Tobias Reckmann. Vielen Dank dafür nach Straßburg.